Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost on the Shore. Ja, in der letzten Folge hatten wir einen beschwerlichen Aufstieg und wir haben eine kleine Höhle gefunden von einer kleinen Elfenjägerin. Und jetzt finden wir den gleichen Geist wieder, den wir schon mal gesehen haben, oder? Why are you here? Ich bin nicht leicht zu erschrecken. Ja, genau. Well, hello to you too. I saw you leaping about on the beach. Why? A storm dragged me here. I didn't choose this. You could have left by now. You don't carry any sleeping bags or bedrolls. You're not prepared for this. What are you plotting? I see. You expect answers. Let me ask you a question instead. Who are you? Why, Beatrice Parker. From the school? Head mistress. Look, I don't know the right or wrong of this, but I need to figure out how I can help this ghost that's stuck here. And maybe, just maybe, you can help me. Or a ghost yourself, also stuck. I don't see a ghost. He's not here. Are you denying the words you just said? He's in my head. So you're imagining him. Okay, stop. Can you help me help him? I'd like to know about a girl named Pixie. She's dead, honey. I know that. It's about the Crown family. I want to know about them. But if it's their home you're looking for, you should try the lodge. On Little Rogue. Thank you. One word of advice. Don't trust that ghost of yours. I used to know everybody here. And I've never heard of him. Goodbye. Ja, ich bin aber ganz ehrlich, ich vertraue Josh wesentlich mehr als ihr. Ach so, das ist die Rückseite von diesen einen, wo wir nicht durchkamen, ne? Dann hat mich mein Gefühl doch nicht getrügt. Ich denke mal, von dieser Seite können wir es auch nicht öffnen. Nee. Dann folgen wir mal dem Well, Wanderpfad at hier. least this time she said goodbye. She's not making much sense, is she? Yeah, like, why shouldn't I trust you? I didn't even tell her your name. She can't know you. She must really not like me. Why is that? You didn't pee in a letterbox, did you? What? No! Riley, I swear, you're as mad as a hatter. Good. I like it better when you're laughing. Who says I'm laughing? Naja, das hört man ja eigentlich. I can hear it in your voice. Now, how do I get to Little Rogue? Okay, schauen wir uns erstmal ein bisschen hier am Strand um. Moment, ist das nicht? Es ist aber nicht, wo wir herkommen. Aber ich glaube, das sind die gleichen Häuser, nur von der anderen Seite, oder? Ich bin mir nicht sicher. 28th of October 1942. My dear little elfins. Some days I wish I had died in the war. I wish I could just put the past away. But it haunts me. Carrie hates it when I talk like that. But I feel like I'm a broken record. Saying and doing the same things over and over again. If only I could lift the needle and play a different tune. I'd love to dance to the song where I was home with you. And never set out for war to begin with. I'm tired. And want to leave here and finally come home. I keep trying to help Josh, but there are no answers. Nothing makes sense. None of it. I wish I'd never gone to the lodge. I must make this one short. I promised Carrie I would be by for dinner. I don't know why she puts up with me. But I'd be lost without her. Love you. And wish I could see your faces once again. Your father. Been to the lodge. You want to go too? Yes, to go see what he saw.
If you stop and think for a minute, you'd see it makes sense. Ja, das ist die Frage. Hier wird wahrscheinlich jetzt nichts sein, aber wir schauen trotzdem noch mal eben in jeder Ecke nach. So. Bevor wir da jetzt reingehen, oder wir gehen erstmal da rein. Aber kommen wir hier hoch? Oder hängen wir dann wieder fest? Ne, wir kommen hier hoch, okay. Aber wir gucken uns auch hier in den Ecken mal eben um. Kann man noch nicht öffnen, ne? Oha. Ein Käfig? Okay. Ach so. Compton. I remember him. He was up on Scruff's investigation wall. Okay, betreff illegale Destillation. Mehr nicht. Hochprozentiger Spirituosen. 1. Oktober 1817. Beschuldigter Callum Compton. Opfer nicht zutreffend. Zeuge Special Constable Dylan Sprouse. Zugriffsstatus geschlossen. Beschreibung. Gestern habe ich Mr. Compton wegen illegaler Destillation von hochprozentigem Branntwein verhaftet. Vor dieser Verhaftung fing der Destillierapparat von Mr. Crampton jedoch Feuer und die kleine Hütte, die für die besagte illegale Tätigkeit genutzt wurde, verbrannte zu Asche. Strafe. Herr Compton wurde vor Gericht gestellt, kam aber lediglich mit einer Verwarnung davon, da es keinen Alkohol gab, der die Schwere der Anklage hätte belegen können. Ja, der ist wohl in Rauch aufgegangen. Betreff illegaler Wildereiversuch. 14. Juni 1814. Beschuldigter Callum Compton. Opfer nicht zutreffend. Zeuge John Griffiths. Ist ebenfalls geschlossen. Zugehöriger Eintrag entfällt. Beschreibung. Der Angeklagte wurde der illegalen Wilderei auf dem Grundstück der Familie Griffiths für schuldig befunden. Strafe auf Antrag von Mrs. Griffiths wurde Mr. Compton ohne Anklageerhebung freigelassen, unter der Bedingung, dass er verspricht, in Zukunft nicht mehr in diesem Gebiet zu wildern. Mrs. Griffiths war bereit, zu Ehren von Mr. Comptons Mutter und ihrem Freund, die beim Wildern zugunsten ihrer Söhne ums Leben kamen, Gnade walten zu lassen. Oha. Betreff Diebstahl von Tabak, 13. November 1815. Beschuldigter Callum Compton, Opfer Thomas Baker, Zeuge Thomas Baker, achso, Zugriffsstatus geschlossen, zugehöriger Eintrag entfällt. Beschreibung, der Angeklagte wurde auf frischer Tat ertappt, als er versuchte, einen Beutel Tabak aus Mr. Bakers Lebensmittelladen zu stehlen. Strafe, der Angeklagte wurde zur Zahlung einer Geldstrafe von 12 Pence an Mr. Baker verurteilt. Da der Angeklagte nicht über dieses Geld verfügte, einigten sich beide Parteien auf eine monatliche Zahlung von 2 P. Betreff Kneipenschlägerei in der Schwarzen Glocke. Aha. Datum 6. März 1813. Beschuldigter Callum Compton. Opfer Henry Clinch Jr. Zeuge Henry Clinch Jr. Was sind das alles für Namen? Thaddeus Cook. Zugriffsstatus geschlossen. Zugehöriger Eintrag entfällt. Beschreibung, der Angeklagte wurde für schuldig befunden, sich mit dem Opfer wegen eines Würfelspiels geprügelt zu haben. Während des Spiels beschuldigte Mr. Compton Mr. Clinch Jr. des Betrugs. Er konnte jedoch nicht nachgewiesen werden, dass Herr Clinch Jr. betrogen hatte. Denn sein Vater, Herr Henry Clinch Jr., war Zeuge des gesamten Spiels. Laut seinem Vater war es Mr. Compton selbst gewesen, der betrogen hatte. Als Mr. Compton erkannte, dass für ihn keine Möglichkeit gab, das Spiel zu gewinnen. Die Aussage von Mr. Clinch Jr. wurde von Mr. Thaddeus Cook, dem Besitzer der Schwarzen Glocke, bestätigt. Strafe, Mr. Compton wurde zu 2 Wochen Gartenarbeit im Dienst der Familie Clinch verurteilt. Okay, also hohe Strafen scheinen die hier nicht zu haben. Oh, wie viel noch? Betreff Schlägerei in der Ladebucht 4, 24. Mai 1813. Mal wieder Callum, Opfer Clifford Watson, Zeugen Horatio Morris, Charles Edwards, Byron Cooper, Zugriffsstatus geschlossen.
Beschreibung. Heute kam es in den Docks zu einer heftigen Schlägerei, nachdem Mr. Clompton den Zugang zum Entladen der Ladung von Mr. Watson, Fischkutter der Nimrod, verweigert worden war. Mr. Watson behauptete, Mr. Compton steckte mit Reginald Shaw, dem Captain des konkurrierenden Kutters der Flying Spur, unter einer Decke. Mr. Watson beschuldigte Mr. Compton, die Abfahrt der Nimrod mehrfach absichtlich sabotiert und dadurch verzögert zu haben. Der Grund für die Sabotage war laut Mr. Watson, dass Mr. Shaw von Mr. Watson die reichsten Fischgründe des Rook vor der Küste erreichen wollte. Zeugen beschrieben vor allem Comptons wütendes Auftreten und nannten ihn eine wilde Bestie, die zum Wohle aller in Ketten gelegt werden sollte. Strafe: Herr Compton wurde der Zugang zu den Docks für einen Monat und der Zugang zur Rimrod dauerhaft untersagt. Das war viel Lesestoff. Ein gutes Herz wurde eiskalt. Flaschen? More of these bottles. Contraband. We were all distilling it. Liquor? Whiskey. Okay, davon macht sie jetzt keine Skizze oder was? Josh, look. Pages have been torn out. Scruff. Yeah. This is where we got those notes from. From Constable Sprouse. Dylan Sprouse, 18. September 1818. Da Constable Wilford kein Interesse daran gezeigt hat, eine Untersuchung der Schmuggleraktivitäten einzuleiten, habe ich es auf mich genommen, dies zu tun. Mein Verdacht begann, als ich die gleichen Flaschentypen auftauchen sah. Diese Flaschen stammen aus keinem Geschäft, das sich auf den Rooks befindet. Der Inhalt dieser Flaschen war immer derselbe hochprozentige Schnaps, der angeblich legal vom Festland importiert wurde. Aber ich habe keinen Beweis dafür gefunden. Mein erstes Ziel ist es, den Ausgangspunkt für die Einfuhr dieser Insel zu finden. Aufgrund der vielen Felsvorsprünge unter Wasser, die die Annäherung von Schiffen unmöglich machen, gibt es nicht viele gute Anfahrmöglichkeiten. Die Docks sind eine denkbare Variante, aber es wäre zu einfach, dort die Schmuggelware zu entdecken. Eine andere Möglichkeit wäre die Halbinsel vor der Dark Rook. Allerdings ist die gesamte Halbinsel vor messerscharfen Felsen umgeben, die aus der Bucht heraus ragen und jede Landung von großen Schiffen zu einem Himmelfahrtskommando machen. Es gibt auch einen kleinen Durchgang, der tiefer in die Insel hineinführt, aber er ist viel zu eng, um einem Schmuggelschiff Zugang zu gewähren. 19. Oktober 1880. Endlich hatte ich Zeit für einen Besuch in Dark Rook. Ich unterhielt mich mit Thaddeus Cook, dem Besitzer der einzigen Taverne von Dark Rook, die Schwarze Glocke. Obwohl Mr. Cook jede Beteiligung an derartigen Aktivitäten bestritt, konnte ich nicht umhin, etwas an seinem Verhalten zu entdecken. Für einen Mann, der von der Polizei verhört wird, wirkte er auf mich übermütig, ja sogar dreist. Okay. Er hat sich nicht gerührt. Sprouse hatte das Gefühl, dass er seine Ermittlungen im Geheimen durchführen musste. Gab es jemanden, der mächtig genug war, ihn zu stoppen? Immerhin war er Polizist. Jetzt mal ehrlich, Sprouse war nicht unverzichtbar. Jemand anderes schon. Okay. Ui. Sieht ja hier wie ein Sadomaso-Schuppen aus. Ist das Archie? Archibald O'Sullivan, ja. I didn't know he had a record. He was a criminal. I wouldn't say that. Betreff öffentliche Trunkenheit in Stillwater Cove. 13. Dezember 1820. Angeklagter Archibald O'Sullivan, alias Archie. Opfer nicht zutreffend. Zeuge Wachtmeister Wilford. Zugriffsstatus geschlossen. Zugehöriger Eintrag entfällt. Beschreibung. Mrs. Bethelbert berichtete, sie habe gesehen, wie Mr. O'Sullivan in stark alkoholisierten Zustand in der Stillwater Cove herumstolperte. Sie berichtete mir dies mehr aus Sorge als aus Ärger. Sie
bestand darauf, dass ich dies in meinem Bericht erwähne. Als ich mich auf der Suche nach Mr. O'Sullivan machte, lag er weggetreten in sein Boot. Strafe, Herr O'Sullivan wurde ohne Anklage freigelassen. Trunkenheit im öffentlichen Raum in der Schwarzen Glocke, 16. Februar 1821. Herr Archibald O'Sullivan, nicht zutreffend, Zeuge Thaddeus Cook, geschlossen. Beschreibung, Mr. O'Sullivan musste heute aus der Schwarzen Glocke geworfen werden, weil er zu betrunken war und die Gäste zu belästigen begann. Strafe, Herr O'Sullivan wird der Zugang zur Schwarzen Glocke bis auf Weiteres verwehrt. Heute am 29. Januar 1826 habe ich den Leichnam des verstorbenen Herrn Archibald O'Sullivan, auch Archie genannt, in meine Obhut genommen. Der Verstorbene war 58 Jahre alt. Als Todesursache wurde der Tod durch Alkoholvergiftung festgestellt. Der Verstorbene wurde in Stillwater Cove in der Nähe seines Bootes treibend aufgefunden. Es gab keine Anzeichen eines Kampfes. Da kommt mir so der Gedanke, dass vielleicht dahinter doch was anderes stecken könnte. Und die Leute vielleicht vergiftet worden sind. Aber ich meine, das hätten ja eigentlich feststellen müssen, ne? Bei Untersuchungen. Die Antwort lag noch nie auf dem Grund einer Flasche, Archie. Ich kannte Menschen wie dich. Der Alkohol ist ein wahrer Dämon. Was war so schlimm, so furchtbar, dass du es nicht vergessen konntest? Da können wir nicht rein. Man muss ja in alle Richtungen offen sein. Is it me? Or did the sea level drop? A slow tide, yes. If only I could talk to that constable. I wish we could, honey. Right? Da kommen wir nicht hin. Auf jeden Fall müssen wir hier weiter, nehme ich mal an. Da hinten geht es auch noch weiter. Was soll denn das sein? Ich dachte zuerst, das sieht so ein bisschen aus wie Katapult, aber... Ach, da hinten sieht man das. Das ist zum Beladen der Schiffe, glaube ich, ne? Thank you. Josh, is it? Yes, Miss Crine. You grew up here, on the islands. Oh, yes, Miss Crine. We've been here for generations. That sounds lovely. I think the islands are the most beautiful place I've ever seen. Me too. Of course, I've seen nowhere else. But in truth, I've never wanted to. Oh, there is a blessing in this gentle breeze that blows from the green fields and from the clouds. You have a way with words, Miss Crine. Oh, Wordsworth definitely does. He goes on, and from the sky, it beats against my cheek. Better be careful, Miss Crine. These waves have a mind of their own. Yes. I feel Wordsworth today. It's as if the sky itself is aware of how happy this place makes me. I can see why you remain here, Josh. That was me. Yeah. That was you. I've never seen you. Not like that. And that was Nora. She escaped my memory. Completely. And I think you took her to Little Rogue. Let's go find this lodge. On Little Rogue. Yeah. Klang aber wirklich so ein bisschen, als ob er ihr Diener gewesen ist. Aber man kann ja nie zu Ende lesen und sich dann für etwas entscheiden. Man muss ja immer direkt irgendwo hinziehen, ohne was richtig angeguckt zu haben. Meine ich doch, das ist doch unser Schiff, also unser Boot da hinten. Genau, hier sind wir doch reingekommen. Das ist doch genau das, was ich meinte. Okay. We going to Little Rogue. We are. Ach so, muss man da hinfahren. Aber das Schiff fährt doch nicht mehr.
Oder habe ich das falsch verstanden? Das war doch jetzt seeuntauglich, oder nicht? Egal. Auf nach Little Rogue. All set for Little Rogue. Let's get this show on the road. Und nun? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.